Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr: Die Nachkommen meines Volkes werden bei allen Nationen bekannt sein und ihre Kinder in allen Völkern. Jeder, der sie sieht, wird erkennen, das sind die Nachkommen, die der Herr gesegnet hat. Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn. Meine Seele soll jubeln über meinen Gott. Denn er kleidet mich in Gewänder des Heils, er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit, wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine Braut ihr Geschmeide anlegt. Denn wie die Erde die Saat wachsen lässt und der Garten die Pflanzen hervorbringt, so bringt Gott, der Herr, Gerechtigkeit hervor und Ruhm vor den Völkern. Diese Stelle aus dem sogenannten Trito Jesaja ist entstanden in der Zeit nach dem Exil und der Gefangenschaft des Volkes Israel in Babylon. Zur Entstehungszeit dieser Schriftstelle, ca. 520 vor Christi Geburt, ist Jerusalem noch nicht wieder in altem Glanz hergestellt. Die große Anzahl an Heimkehrern überfordert, modern gesagt, die Infrastruktur von Jerusalem, nämlich die Versorgung mit Lebensmitteln und die Wohnraumzuteilung. Nur den oberen Schichten, den reichen Menschen mit Grundbesitz, den Priestern, Schreibern, Beamten geht es besser. Und ihre Nachkommen können das festigen und ausbauen. Aber dem ärmeren Teil der Bevölkerung geht es zum Teil immer schlechter. Die Schere zwischen den Eliten der Gesellschaft, damals auch inklusive dem Priesteradel, und den Verlierern des Wiederaufbaus Judas geht immer weiter auf. Das kennen wir ja auch aus der heutigen Zeit. Und in dieser Situation ertönt die Stimme jenes Predigers, zu dessen Worten auch der heutige Lesungstext gehört. Er will damit Mut machen, eine Perspektive aufzeigen. Er verkündet eine frohe Botschaft. Er verspricht den Elenden die Freiheit Gottes. Er verheißt ihnen, dass ihre Nachkommen von Gott gesegnet sind. Die Verse 10 und 11 stellen ein Lob Gottes dar für das vorweggenommene Heil und unterstreichen damit die Verlässlichkeit der Zusage und die Gewissheit für die Angesprochenen. Auch wir sollen uns von solchen Worten aufrichten lassen, wenn wir verzweifelt sind oder uns in scheinbar ausweglosen Situationen befinden. Wenn wir mutlos sind angesichts der Kriege, der Gewalt, des Hungers, der Krankheiten, all des Elends auf dieser Welt. Wir können nichts verändern und verbessern, weder im Großen noch im Kleinen, wenn wir nicht darauf vertrauen, dass unser Gott uns in Gewänder des Heils kleiden wird, und dass Gott, unser Herr, Gerechtigkeit hervorbringt und Ruhm vor allen Völkern.